Plan für heute war ein ganz anderer, aber sehe selbst für dich. Eine Reise in Bad Taxi. Das zeigt, dass wir auf dem Weg sind von Chomtien nach Pattaya. Von da drüben ist die Busstation, die dich dann zum Bangkok Airport bringt. Das ist ein normales Problem hier in Pattaya mit dem Stau, also Autofahren oder Rollerfahren ist furchtbar. Die Problematik ist nur, wenn du spazieren gehst, dann fängst du dich an leicht zu schwitzen. Also musst du dann doch einfach mal einen sauren Apfel beißen und das Bad-Taxi nehmen. Geht halt nicht anders. Ich bin heute unterwegs mit meinem Freund Simon aus England, Manchester Guy. Say hi, Simon. Und er hat mir gesagt, Marc, nimm mich mal an die Hand mit, so wie ich dich jetzt mit an die Hand nehme und zeig dir mal ein bisschen hier, was hier abgeht. Also ich bin mal gespannt. Unseren ersten Eindruck verschaffen wir uns im Jahre 2024. Letztes Jahr habe ich ein Video gedreht. Das kannst du dir ja anschauen in der Playlist, wenn du Lust und Laune hast. Aber jetzt steht was anderes an. Das Wetter heute ist extrem heiß übrigens. So 34 Grad. Nichts mit Regen, obwohl das vorhergesagt war. Es ist noch, was haben wir jetzt? 16.30 Uhr, ist noch relativ früh am Abend. Ja. Hier gibt es zum Beispiel den ersten Massageshop hier auf der rechten Seite. There is a crazy massive new place opening over here. I think it's called Las Vegas. And it's Las Vegas. On this, we're gonna walk. We're gonna go past it. Probably not even open. I don't think only expensive. Simon hat mir gerade gesagt, dass das hier Areca Lodge ein ganz gutes Hotel sei. Gegenüber gibt es dann die eine oder andere Bar. Das geht Richtung Soi Bakau. Hier ist dann der Las Vegas Biergarten. This is a new. But I like it. It's not the Ritz, you said. Yeah. But Soi Bakau is your favorite area to go out here in Pattaya? Yeah. Like it? Yeah. I don't like walking street. Okay. Okay. Neither am I. I don't like it. There is. Okay. It's just big. Which one? This one there. Okay, don't worry. So, sagt mir gerade hier, das ist der Ort, wo er gerne seine Abende startet, weil das Bier 55 Baht anfängt. Ich höre jetzt mal ganz kurz hier, das ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich werde es aber. 70. Yeah. Crazy. 70 Baht. Und das ist keine Happy Hour, it's no Happy Hour, it's standard price here, isn't it? Incredible. Also, 70 Baht für... Cheaper than water. How big is that bottle? It's 600 ml, isn't it? Yeah, 600 ml, 70 Baht zum Wohl. Das war erfrischend. Die Happy Hour, die wir jetzt aufsuchen, geht weiter, noch bis 7 Uhr. Und du kannst erkennen, es wird busier. So, das ist Nighttown Pattaya hier auf der rechten Seite. Neben dem Beach Shop. Wer das noch nicht weiß, Cannabis ist auch hier natürlich in Thailand legalisiert. Das ist übrigens ein ganz großer Club, also du kannst das erkennen. Matador.
Genau. Das ist MyFares. Das ist auch ein ganz gutes Angebot. 2 Flaschen für 100 Watt. Kann man nicht rummeckern. Hier sind die ganzen Bars, Amy Checks, Red Hot Girls nennt sich das. Das ist die Rock Factory, heute geschlossen. Normalerweise ein ganz guter Ort, um Live-Musik zu hören. Ob es eine Coverband ist, Oasis, Nirvana oder Foo Fighters, aber auch Dire Straits oder Deep Purple, das gibt es auch hier. Das ist Schusswaffen als Spaß. Und Simon, where are we heading now? Witherspoons. Witherspoons. English bar. Okay, als Deutscher in eine englische Bar. Auf geht's. What is the craziest tattoo you ever did? Huh? What is the craziest tattoo you have ever done? Okay. You sure? Are you sure? Du kannst erkennen, es ist nicht viel los hier aktuell. Das liegt nicht an der Uhrzeit, auch nicht am Wochentag. Es ist einfach die Jahreszeit. Off-Season. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es immer eine Reise wert ist, Thailand zu erkunden. Wirklich erkennen, ich wiederhole mich jetzt gerade nochmals, aber es ist wenig los hier auf den Straßen. Es ist ein bisschen ausgestorben, hat hier aktuell. Nice place for English food. It's tasty, yeah? And tasty. That's great. In central Pattaya. You like it here? You must come. Bring your friends. I'm your friend's friends. Kurze Preisübersicht hier, Draft Beer. Für ein Heineken, ein Pint, 130 Baht. San Miguel Light 130 Baht, in Guinness 240. How much is Guinness? 240, my dear friend Simon. 240 Baht. A bottle beer, Leo is 70 Baht. Tiger 75, Heineken 85. Ein Cocktail ist bei 200 Baht beginnend. Ob es jetzt eine Margarita ist, Mai Tai oder auch
natürlich ein Caipirinha. Ich bin eigentlich eher ein Rotwein-Fan oder Weißwein, aber hier ist das so, fängt an bei 130 Baht, 400 Baht. Und durch die Hitze ist das jetzt nicht etwas, was ich wirklich empfehle. Also eher so auf dieser Bierseite. Was haben wir sonst noch hier im Angebot? Ja, Softdrinks, wenn beispielsweise jemand eine Cola haben möchte, 55 Baht. Immer bedenken, 40 Baht ist ungefähr 1 Euro. Das sieht doch schön aus. Wiener Schnitzel und das Ganze für 300 Baht. Also, als gleich meine Hand zu dem Stück Fleisch. Das ist ordentlich. Hier, Simon hat einen Burger bestellt. Der sieht auch gut aus. Auch sehr, sehr lecker. Mit Sicherheit. How's your night, Simon? Early days. Aus zwei macht drei. Ja, das ist ein Schotte, den wir gerade hier aufgegabelt haben. Und er hat gesagt, er möchte uns jetzt eine weitere Destination hier zeigen im Nachtleben von Pattaya. Also, natürlich, der Slang wird schon ein bisschen schlimmer, aber das ist normal hier. Hey, what's happening, big man? How's it going? All good, yeah? What is going on? Das ist Standards Club und hier gibt es Pizza. Oh, sehr gutes Angebot. 79 Baht das Bier. C&J Bar, hello, Sabadi Cup. Simon, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Scooter Spa, you want to go? Wenn du im Dreierpack unterwegs bist, vor allen Dingen mit Schotten und Engländer, heißt das, einen weiteren Pitstop einzulegen. Ich glaube, das ist Bar Nummer 5, wenn ich mich nicht täusche. Also, dranbleiben. Ach, übrigens, jeder, der neu sein sollte, lass ein Abonnement da und einfach mal diese Alarmglocke drücken. Dann siehst du neuen Content hier bei Mark on the Road. Weiter geht's natürlich in diesem Video mit dem Nachtleben hier in dem wunderbaren thailändischen Dörfchen von Pattaya. Wie nennt sich diese Straße? What's the name of the street here? Okay, so Catch Me, Barcode, Diva Bar, Paradise, Gogo, Thatcher's, Mama Sand Club. Good screening though, we're going off for the game. Oh yeah, let's go later there. That sounds good. It's warm, isn't it? Ah yes, promotion. Mein lieben Freunde, Promotion Wodka, 80 Baht pro
verkauft. Und das ist nicht schlecht. Gutes Angebot eigentlich. Oh, unreal. Das nennt sich unreal. Das ist ein weiteres Wahnsinnsangebot. Von Nachmittag 12 Uhr bis 2 Uhr morgens. 50 Watt Thai Whisky, House Vodka, House Gin. 50 Watt Singer, Singer Light, Leo, Chang oder Tiger. 60 Watt Heineken, San Miguel Light und Tiger Light. Nicht schlecht. It's good, but it's walking. It's much better. They've been to bars, they get crazy. Hat dem Call angenommen. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, ich guck grad Fußball, weiß noch Folge. Alles bestens, ja? Ja. Verbringen. Also auf geht's! Also die Idee eines Biergartens habe ich anders mir vorgestellt. Es ist letztendlich eine große Saufhalle. Aber sieht man selber für dich. Also es gibt verschiedene Bars hier links und rechts angeordnet. Ganz interessant. Schauen wir mal, was der Abend noch alles für uns vorbereitet hat. Das ist nicht die beste Wahl hier in Pattaya. Es gibt andere, etwas bessere Clubs oder auch Bars, wo du dein Getränk zunehmen kannst. Weiter geht's. So Simon, our search is a bit difficult now for the next bar, isn't it? Where you wanna go, my friend? Tommy, fucking ISO is left. He's clueless. Er hat keine Ahnung, wo er hin möchte, aber ich laufe einfach mal mit ihm gemeinsam hin. Oh, I know where we can go. You have an idea. Oh, good one. Good one. Triangle bar. Triangle bar. Ah, I like this little scooter. It's a nice minivan. Looking quite nice. Okay, Triangle bar. Der nächste Stopp. Das hier ist eine Bar für belgisches Street Food, also das bedeutet Pommes frites auf gut Deutsch und vielleicht Waffeln. Bar is always busy. Ganz coole Live-Musik aktuell. Die Preise.
20 beginnen. Das zeigt, dass du rausgeschmissen wirst, wenn selbst die Barleute anfangen zu tanzen und zu singen.